Sandro Violetta, was hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass du jetzt deinen Rücktritt bekannt gegeben hast? Ja, es war sicher das fehlende Vertrauen, das ich jetzt am Schluss gespürt habe. Ich habe einfach gespürt, dass ich nicht mehr das Vertrauen habe und dann nicht mehr die Sicherheit. Und ich habe mir geschworen, dass ich nur noch auf die Piste zurückkehre, wenn ich das spüre. Und das habe ich jetzt leider die letzten Wochen nicht mehr gespürt und darum habe ich mich jetzt so entschieden. Was macht dich besonders stolz, wenn du jetzt auf deine Karriere zurückschaust, die geprägt ist von vielen Höchst und aber auch Tiefs? Sicher die zwei Siege, die ich feiern konnte, der eine Team Biberkrieg und die Goldmedaille in Sochi, das waren sicher meine zwei grossen Highlights. Und wie sehen deine weiteren Zukunftspläne jetzt aus? Ja, im Moment will ich gerade ein bisschen Abstand gewinnen, aber in näherer Zukunft will ich Trainer werden und werde mich dann mit der Trainerausbildung beschäftigen. Und das sind jetzt meine Pläne für die nächsten Monate. Inwiefern helfen die Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast als Athlet, denn dir im Trainermetier? Ich denke schon viel, weil ich eigentlich kann sagen, vielleicht, dass ich fast alles gesehen habe. Ich habe alle Disziplinen gefahren. Ich habe Höchst, Tiefst, viele Verletzungen gehabt. Und ich denke, dass es leider auch in Zukunft natürlich Athleten geben wird, die Verletzungen haben. Und ich denke, dass ich dort sicher kann viel helfen kann.